Vor über 100 Jahren begann der Bau des Sperrdamms. Als größte Kulturleistung des deutschen Volkes, verklärten ihre Baumeister sie, hier entstand in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg der größte Staudamm Europas. Viele Geschichten aus der Zeit vor und während des Baus sind noch nie erzählt oder heute längst vergessen. Vor allem in alten Zeitungen. In ihnen ruht quasi das Gedächtnis der Sperrmauer. Über Jahre lässt sich hier nachvollziehen, wie die Menschen an der Eder und in der Region über die Pläne des Kaisers, schließlich den Bau, informiert wurden und welche schicksalhaften Folgen das hatte. Die zunehmende Industrialisierung verlangte Verkehrswege. Der Mittellandkanal sollte gebaut werden. Und die Weser sollte ihn mit Wasser versorgen. Die Überlegungen dazu begannen ja schon in der Mitte der 90er Jahre des vorvorigen Jahrhunderts. Und da kam man auf das Gebiet, das Quellgebiet der Weser, das heißt, wo die Eder und Diemel und Fulda das meiste Wasser hinliefern und die Werra von der Thüringer Seite her. Die waren scharf auf das Wasser. Die Suche nach Wasser, das war der Grund, um den Mittelkanal zu speisen. Und der Staudamm an der Eder sollte als ständige Wasserreserve dienen. Im November 1906 kündigt die Waldecker Zeitung an: Mit dem Bau der Talsperre bei Hempfurt wird noch im Frühjahr 1907 begonnen werden, sodass im Jahre 1911 die Anlage fertig sein wird. Das Ende des Edertals war besiegelt. Das erfuhren die Menschen nun so nach und nach. Und damit kam auch das Ende für mehrere Dörfer. Bringhausen, Asel und Behrich sollten überflutet, die Bewohner umgesiedelt werden. Lange Verhandlungen über Entschädigungen und den Landkauf verzögerten zwar den Baubeginn, doch für die Bewohner änderte sich an ihrem Schicksal nichts. Sie mussten weichen. Nicht alle konnten das verkraften. Im März 1908 verzeichnet der Chronist: In einem Anfall von Schwermut hat der Landwirt W. seinem Leben durch Erhängen ein Ende bereitet. Der Mann, der sich stets eines guten Rufes zu erfreuen hat, ist eine Witwe mit 5 Kindern. 1908 war es dann soweit. Die Firma Philipp Holzmann aus Frankfurt am Main begann mit dem Bau. Rund 1000 Arbeiter, darunter viele Ausländer, bauten 6 Jahre lang an dem Gigant aus der Kaiserzeit. Meter hoch, 400 Meter lang und an der Sohle 36 Meter breit. Ein letzter Blick ins Edertal, kurz vor der Flutung von Bringhausen, Asel und Behrich. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Unser altes, ehrwürdiges Kirchlein, in dem wir alle getauft und konfirmiert sind, auch dieses muss nun weichen. Häuser und Höfe wurden gesprengt. Etwa 900 Menschen mussten umgesiedelt werden, verloren so ihre Heimat. Bevor es losging, ließ sich jede Familie noch einmal vor ihrem Haus fotografieren. Die Einweihung der Talsperre, geplant für den 25. August 1914, fand nie statt. Der Erste Weltkrieg war ausgebrochen. Die Jubelfeiern für den damals größten Stausee Deutschlands blieben aus. Die Waldecker hatten an und für sich nicht so viel zu sagen. Sie hatten nur mitzumachen. Und sie machten auch mit. Aber das war von der fürstlichen Seite her. Von der Bevölkerung her war die Einstellung eine andere. Die ganzen Planungen gingen von Preußen aus. Und dem Fürsten oblag es nun, auch der Bevölkerung nahezubringen, dass da etwas passiert, was darauf hinausläuft, dass sie ihr Heimatland verlassen mussten. Persönlich warb der in den Dörfern vergeblich. Adolf Drebes weiß es von seinem Vater. Nicht mal die Hand wollten manche ihrem Fürsten mehr geben. Ja, der Fürst wollte das denen nur mitteilen allen, ne, wollte aber. Mein Vater sagt, die Leute wären gar nicht so begeistert gewesen vom Fürsten, ne, dass der gekommen war, dass sie alle weg sollten, ne, dass das ganze Dorf verlassen mussten. Ne. Das war wohl das Erste, was sie dann auch so hörten. Einmal fort besuchte der Vater den See nie wieder. Die Waldecker, das waren sie schon immer so, mit ihrer Heimat verbunden, Heimat und Fürsten treu. Und
wollten dort bleiben, wo sie waren. Doch ein Aufstand gegen Kaiser und Fürst, daran war nicht zu denken. Nach und nach verließen 700 Dörfler ihre Häuser, nahmen Angebote auf Tauschland an oder kauften anderswo neues Land. Viele der alten Häuser wurden zum Abbruch versteigert, Verwendbares wiederverwendet. Bis in die Bauphase der Sperrmauer ging das so. Mancher aber entschloss sich früh zu weichen. Schon 1908 findet sich folgende Meldung. Der Landwirt Wilhelm Drewes hat sein Besitztum an die Grunderwerbskommission für die Edertalsperre käuflich abgetreten und wird nach Oberwaroldern übersiedeln, wo er das Rittbergsche Gut gekauft hat. Seine Nachbarn betreiben den Hof in Oberwaroldern zwischen Bad Arolsen und Korbach gelegen noch heute. Geblieben sind alte Urkunden aus der Zeit und die Kindheitserinnerungen von Tante Luise. Die Großtante der heutigen Bauernfamilie hatte sie auf Wunsch von Dieter Drewes aufgeschrieben. Luise ist noch im alten Bringhausen geboren. Sie ist dann im Alter von 6 Jahren hier nach Oberwaroldern gezogen. Und die hat uns früher immer Geschichten erzählt. Also das muss schon für viele Leute entsetzlich gewesen sein, da weg zu müssen. Aber die Tante Luise schreibt auch in irgendeiner, also in dem Vorspann, den sie hier geschrieben hat, dass es eigentlich recht unbekümmert alles erlebt hat. Wenn der See mal leer war und man die Grundmauern sehen konnte, das ist ja heute noch eine Touristenattraktion, das war für uns natürlich besonders interessant. Und dann konnte die Tante dann halt zeigen, wo wer gewohnt hat, wo der Hof war. Man sah unseren Keller noch, das war ein Gewölbekeller. Heute sieht man noch einen kleinen Rest. Unser Keller, hat auch Dieter Drewes gerade gesagt, obwohl der seit 100 Jahren schon zumeist unter Wasser liegt. Er hat dann sozusagen seinen Ort gewechselt, von Bringhausen nach Oberwaroldern. Und wäre der Edersee nicht gebaut worden, dann wäre der Hof halt da geblieben. Insofern ist es unser Keller. Bis heute ist diese Verbindung offenbar auch bei den Jungen geblieben. Wie die Familie von Wilhelm Drewes nutzten damals weitere aus dem Edertal die Möglichkeit, in Oberwaroldern verlassene Höfe und Land zu kaufen, neu anzufangen. So oder so, gezwungen oder freiwillig, kein leichter Schritt, die vertraute, alte Heimat zu verlassen. Doch auch in der neuen war der Start wohl nicht leicht. Rosemarie Tomalla, die Ortsvorsteherin, hat für eine Chronik zum Dorfjubiläum auch darüber mit alten Dorfbewohnern gesprochen. Die haben es im Anfang, die Brinkhäuser, nicht einfach gehabt, weil sie einer geschlossenen Dorfgemeinschaft gegenübergestanden haben. Die Brinkhäuser wurden ja entschädigt und konnten dann hier neu kaufen. Und die müssen wohl sehr gut entschädigt worden sein, denn sie haben zum Teil besser oder mehr Land gehabt, wie sie da in Brinkhausen hatten. Und das hat natürlich zu Ärger geführt. Das Dorf war homogen gegenüber den Fremden. Und das hat wohl auch sehr lange gedauert. Ich schätze bestimmt, dass das so 25 bis 30 Jahre gedauert hat. Denn wie dann 1933 die Machtübernahme durch die Nazis kam, da war der Ärger auch immer noch da. Und da hat man immer noch versucht, dass man die Zugezogenen damals, dass man die, da gab es einen Plan, dass man die dann schon gleich nach Ostpreußen und weiter schickt, wenn es diesen Endsieg gibt. Heute, betont sie, sind die Zugezogenen kein Thema mehr. Ein abgeschlossenes Kapitel. In Neuberich stellte sich das Problem gar nicht erst. Ein Dorf, neu gebaut auf Fürstenland, nur für die Edersee-Flüchtlinge. 9 Familien aus Bringhausen und 8 aus Berich und jeder ein Zugezogener. Die alte Kirche von Berich wurde fast ganz abgetragen und hier neu aufgebaut. Lina Hübner ist in Neuberich geboren, groß geworden, aber ist sie mit den Erinnerungen an das alte Berich im Edersee. Liebe zur Heimat von meinem Vater und Großvater sehr vermittelt, weil die doch sehr gelitten hatten, dass sie damals da an der Eder fort mussten. Sie sagten ja immer an der Eder. Ne?
Jedes Jahr zog es die beiden zurück an den See, vor allem den Großvater. Und Lina Hübner durfte oft mit, vor allem wenn bei Trockenheit die Ruinen sichtbar wurden. Er hat einfach danach gejammert und dann sind wir auch immer noch auf der alten Dorfstelle gewesen, im alten Ort. Da sind ja noch die Steinruinen von der Kirche, aber es wird mit den Jahren halt immer weniger. Dann kamen dem Großvater doch mal die Tränen. Ne? Wenn er das so sah und über den See guckte. Bilder vom Anfang der 1950er Jahre. Für viele ehemalige Bewohner war Niedrigwasser eine gern genutzte Gelegenheit, zurückzukehren, die alten Geschichten zu erzählen und an die Jungen weiterzugeben. Wo die alte Behricher Mühle gestanden hatte, demonstrierte während des Sperrmauerbaus ein Modell ihrer Funktionsweise, gespeist mit dem Wasser des Mühlgrabens. Betrieben wurde die Mühle damals von der Familie von Hermann Lötzerich. Auf seinem Hof in Neuberich hütet der noch heute die letzte Überlebende aus dem Edertal. Eine alte Sommerlinde, die macht ihm eigentlich schon lange Ärger. Die Wurzeln drücken das Pflaster hoch, aber einfach umsägen? Nee, normal müsste er weg, weil er die Mauer kaputt macht. Aber aus Andenken an meinen, das ist der Bruder von meiner Großmutter gewesen. Der hat mir damals gepflanzt an der Eder, der hat neben dem Modell von der Sperrmauer, da hat er gestanden. Und ist mit 16 cm hatte er in 1912 mit hierher genommen. Und so lange steht er hier. Die letzte Überlebende, sie und die alte Kirche. Sonst ist nichts geblieben von Behrich. Heute ist nichts mehr zu spüren von den Umwälzungen, die der Bau der Sperrmauer für die Menschen damals bereithielt. Doch spätestens seit 1909 entstand eine Großbaustelle mit Hunderten von Gastarbeitern, Italienern, Bosniern, Kroaten, die hier für Jahre arbeiten sollten. Die Frankfurter Firma Holzmann hatte die Ausschreibung gewonnen und sie angeheuert. Immer wieder finden sich jetzt in den Zeitungen Berichte über Gewalt, untereinander, aber auch gegen die örtliche Bevölkerung. Mord und Totschlag waren im ruhigen Edertal plötzlich keine Seltenheit mehr. Bei einer am Montag hier stattgefundenen Schlägerei wurde ein Talsperrenarbeiter von einem Bosnier derart mit dem Messer bearbeitet, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus musste. Soeben kommt die Nachricht, dass der Bedauernswerte heute früh gestorben ist. Der Messerheld wurde verhaftet und ist in das Amtsgerichtsgefängnis nach Bad Wildungen transportiert worden. Die Bewohner von Hemford richten an die Behörde die dringende Bitte, noch einen weiteren Gendarmen im Sperrgebiet zu stationieren. Sehr oft fallen des Nachts im Dorfe Revolverschüsse, sodass man sich seines Lebens nicht mehr sicher fühlt. Das verlassene Dorf Behrich ist vollständig von ausländischen Arbeitern angefüllt. Wie leicht können da geringfügige Streitereien bei diesen heißblütigen Gesellen einen ernsten Ausgang nehmen? Zum Behricher Mord können wir noch mitteilen, bei dem am Montag von Vertretern der Staatsanwaltschaft Kassel geführten Verhör gab Elmi an, er habe mit der 13-jährigen Tochter des erschossenen Kantinenwirts Martignon tanzen wollen. Diese habe ihm das aber nicht gestattet. Beide gerieten darüber in Wortwechsel, der zu so traurigem Ende führte. Elmi entging damals nur knapp einer Lynchaktion. Der Überfall der Italiener in Buhlen auf harmlose, ruhig ihres Weges gehende Mitglieder eines Gesangvereins am vergangenen Sonntag, was das schwerste Unglück für eine Familie herbeiführte, verdient wirklich einmal näher beleuchtet zu werden. Dass diese neueste Ausschreitung, wenn auch die gefährlichste, so doch nicht die erste ist, davon wissen die Bewohner des Edertals manches zu berichten. Das waren zu feurige Leute, das waren andere Temperamente, die da zusammen. Die Wäldiger kamen mit denen auch nicht zurecht. Es nahmen Diebstähle zu und es nahmen Auseinandersetzungen auch im wahrsten Sinne bis aufs Messer zu. Es waren ja alles Männer, die herkamen. Also es war Bewegung im Lande, die bis dahin nicht festzustellen gewesen ist. Zu den Toten und Verletzten solcher Auseinandersetzungen kamen Opfer auf der Baustelle. Arbeiter stürzten von Gerüsten oder in Baugruben. 1912 wurden gleich drei Arbeiter Opfer eines Sprengunfalls. Für echte medizinische Hilfe musste stets ein Transport bis ins Wildunger Krankenhaus organisiert werden. Die mutmaßlich letzten Unfallopfer wurden aus dem Mai gemeldet. Noch kurz vor Abschluss der Arbeiten an der Talsperre hat sich noch ein bedauerlicher Unglücksfall ereignet.
Beim Abmontieren des letzten eisernen Pfeilers der oft erwähnten Schwebebahn stürzte ein Teil derselben unerwartet schnell ab. Und von dem schweren Eisenstück wurden die Arbeiter Stieler aus Mehlen und Betz aus Fritzlar getroffen. Stieler ist inzwischen seiner schweren Verletzung erlegen. Und auch das noch. Ein tödlicher Aprilscherz. In der Schmiedewerkstätte verbanden die Schlosser Georg Unzieder aus Altwildungen und Wilhelm Röhrig aus Königshagen die Türklinke durch einen Draht mit der Starkstromleitung und wollten durch einen elektrischen Schlag Eintretende erschrecken. Als nun der Schmied Konrad Thomas die Türklinke berührte, erhielt er einen so kräftigen Schlag, dass er emporgeschleudert wurde. Und nach ihm kam der Nächste, der wollte nach ihm gucken und fasste an die Tür und der war tot. Der war sofort tot. Beispiele nur, nicht vollständig. An diese Opfer erinnert niemand mehr. Nur das Archiv bewahrt noch die Geschichten über ihr Schicksal. Auch diese. 1911 entwickelte sich kurzzeitig eine explosive Lage. 150 Arbeiter auf der Talsperrenbaustelle traten in den Streik. Gewaltaktionen schienen nicht ausgeschlossen. Die Obrigkeit schickte Gendarmen, bis die Lage sich wieder beruhigt hatte. Bilder von 1921. Seit 7 Jahren ist die Sperrmauer schon fertiggestellt, der See aufgestaut. Auch das Dorf Niederwerbe verlor dadurch einige Höfe und die Kirche. In höher gelegenen Dorfteilen wurde sie neu erbaut. Hier spielte die Sperrmauer auf ganz andere Weise Schicksal. In der Gastwirtschaft Löbe lebte damals die schöne Lina, die Tochter des Hauses. Ihre Post ist bis heute erhalten. 1000 Grüße sendet ihr Heinzi, der sich offenbar Chancen ausrechnen durfte. Doch im Gasthof, der noch heute im Familienbesitz ist, nahmen auch die königlich-preußischen Landvermesser Quartier, was Folgen haben sollte. Gast war auch ein Vertreter der Kommission, die den Erwerb der Grundstücke regeln sollte. Durch diesen sind wir also in den Genuss gekommen, das erste Haus hier in Niederwerbe gewesen zu sein, welches Telefon bekam. Einen Vorteil hatte man also schon mal. Und einen Schwiegersohn gab es noch dazu. Das Rennen bei der schönen Lina machte nämlich nicht Heinzi. Lina verliebte sich in den Vermessungstechniker Guido Kampe aus Sachsen. 1914 war das alte Gasthaus Löber als Forellenhof neu aufgebaut und im selben Jahr läuteten für Lina und ihren Mann auch die Hochzeitsglocken. Der Hahn, wo der Hahn reinkommt. Ne? Im Frühjahr 2014. Ein Kirchturm schwebt über den See bei Niederwerbe. Genau dort, wo früher die alte Kirche stand, soll er wieder aus dem Wasser ragen. Am Anfang waren Leute da, die gesagt haben, die spinnen. Logischerweise. So, was soll der Quatsch da? Und plötzlich schwenkte die Mehrheit um und heute sehen Sie, das halbe Dorf ist hier. Wir haben nur 500 Einwohner und jeder, der laufen kann, steht hier dabei und freut sich. Über 100 Jahre sind vorbei seit dem Bau der Talsperre. Doch gerade 2014, im Jubiläumsjahr der Einweihung, denken viele hier am See daran, was er aus ihren Dörfern gemacht hat und wollen sich erinnern, damit die Geschichte nicht vergessen wird. Historische Aufnahmen aus der Zeit kurz nach der Fertigstellung der Sperrmauer. Der See ist offenbar bereits eine Reise wert. Und das Motorschiff, das vor wenigen Jahren noch die Arbeiter über den angestauten See fuhr, ist zum beliebten Ausflugsdampfer geworden.
Eine Fahrt über den See ist fast schon ein Muss mit langer Tradition. Die Waldeck war schon in den 20er Jahren unterwegs. Im Waldecker Motorbootbetrieb hatte Kapitän Otto Prinz das Ruder fest in der Hand. Und Enkel Wolfgang gefiel's, wie private Aufnahmen aus den 60er Jahren belegen. Immer wieder wurden die Waldeck und ihr Schwesterschiff Edergold auf den neuesten technischen Stand gebracht. Ab 1970 fuhren sie dann unter den nächsten Betreibern bei der Waldecker Fahrgastschifffahrt. Erst 20 Jahre später hatten die beiden alten Damen ihre Pflicht erfüllt. Die Chancen, die ein aufgestauter Edersee für den Tourismus bedeuten könnte, hat mancher schon sehr früh erkannt. Bereits 1906, als also noch kein einziger Stein verbaut wurde, Aktivitäten in dieser Richtung im Gang. Die Waldecker Zeitung meldet: Der Kaufmann Bergmann inzwischen hat in der Nähe der Talsperre ein Stück Land käuflich erworben. Auf demselben soll ein modernes Gasthaus größeren Stils errichtet werden. Doch vor den Touristenströmen waren zunächst die Bauarbeiter willkommene Gäste. Erst provisorisch in einer Kantine, später entstand auf der Höhe über dem See das Gasthaus Bergmann. Ein stattlicher Bau und so etwas wie der touristische Anfang hier. Das alte Logiebuch zeigt für 1910 Gäste unter anderem aus Wildungen und Scherfede sowie Signore Giacomo Strapazzone, ein Arbeiter aus Venedig. 1914 zur Himmelfahrt war die Edertalsperre schon zur Hälfte gefüllt und hatte schon sehr viel Besucher angezogen. Damals konnte man schon mit zwei Schiffen auf dem Edersee fahren, die ab Mai 1914 zugelassen sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Edertalsperre nicht nur Waldeck berührt, sondern ab Bierich, hinter Bierich ist die waldeckische Grenze. Und da beginnt Preußen. Also auch das Land Preußen war selbst daran beteiligt, eine Maßnahme, die zwei Länder betraf. Wasser für die preußische Binnenschifffahrt, Turbinen unterhalb der Mauer, die Strom erzeugten, und ein aufblühender Tourismus. Europas damals noch größte Sperrmauer machte die Opfer schnell vergessen. Preußen zeigte sich Jahre später spendabel und dankbar. 1931 schenkte man den Waldeckern ein Strandbad. Jahrelang hatte die englische Luftwaffe getüftelt, um Bomben für die deutschen Sperrmauern zu entwickeln. Die galten als unzerstörbar. Mit Rollbomben, die vor der Mauer absanken und unter der Wasserlinie explodierten, gelang den englischen Flugzeugen schließlich die Zerstörung. So wichtig war dieser Erfolg über Nazi-Deutschland für die Briten, dass die Bombardierung der Edertalsperre auch nach dem Krieg noch in einem aufwendigen Spielfilm gefeiert wurde. Der Damm bricht! Seht doch! Als Dam Busters, Dammbrecher, waren die Piloten noch Jahrzehnte später Berühmtheiten. Auch die englische BBC griff das Thema zum 70. Jahrestag der Bombardierung 2013 wieder auf. Im Zweiten Weltkrieg wurde in der Nacht des 17. Mai 1943 die Staumauer von den Engländern bei einem Luftangriff zerstört. Diese Bilder sind eine kleine Sensation. Sie zeigen die Staumauer nur wenige Stunden nach der Bombardierung und sind bisher noch nie veröffentlicht worden. Sie gehören Karl Schäfer aus Gieflitz. Der Radiotechniker erhielt sie vor vielen Jahren als Bezahlung für die Reparatur einer Kamera. Die Brisanz der Aufnahmen war ihm, der hier an der Eder den Angriff miterlebte, bewusst. Der gute Mann, von dem ich das bekommen habe, der war zufällig in Urlaub, wo das passierte. Er war Offizier gewesen und konnte dadurch sich hier so ein bisschen bewegen und ist dann mit dem Fahrrad gleich den Tag zum Edersee hin und hat die Sachen aufgenommen, einmal die Mauer von allen Seiten, und da bin ich dann zu diesem Film gekommen. Ich habe ihm nur versprechen müssen, solange er lebt, dass ich den niemand zeigen würde. Todesstrafe stand auf das Fotografieren und Filmen der Mauer nach der Zerstörung. Am schlimmsten traf es das Dorf Affoldern. Häuser, die Schule und die Kirche fielen der Flut zum Opfer. Felder wurden vernichtet. Allein hier ertranken 10 Menschen. Karl Schäfer erlebte die Schreckensnacht am Gieflitzer Bahnhof.
Und dann gab es dann auf einmal so einen Knall. Und das war dann, wo der Bahndamm gebrochen war. Da konnte das Wasser, was sonst dann nach unten zum Bahnhof hingedrückt worden ist, besser abfließen. Und wir haben manches Mal gesehen, dass dann Häuser zusammenstürzen. Also es war grausam, war das. Ne? Meine Eltern, die sind dann auf dem Bahnhof auf den Baum geklettert. Und der ist zum Glück stehen geblieben. Es waren 12 Leute, die am Bahnhof ertrunken sind. Für den Vater von Hans-Werner Hauschild hätte das Aufnehmen der Bilder böse Folgen haben können, wenn er erwischt worden wäre. Hermann Hauschild war als Soldat nur für einen kurzen Heimaturlaub zurück in Bad Wildungen, als die englischen Bomber in der Nacht kamen. Sofort standrechtliche hätten sie ihn erschossen, weil er sich ja ausweisen müssen als Offizier in Zivil. Spionage lag ja da nahe. Das hätte ihn sofort das Leben gekostet. Aber er war so ein bisschen Draufgänger und dadurch haben wir heute so ein Dokument. Sechs Meter hoch war die Flutwelle in der Mainacht 1943. Hunderte Häuser wurden zerstört, Ernte und Vieh vernichtet. 68 Menschen konnten sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Noch im selben Jahr wurde der Wiederaufbau mit einem gewaltigen Aufwand an Arbeitskräften und Maschinen vorangetrieben. Trotz polizeilicher Absperrung gelangen damals einem unbekannten Filmemacher diese Aufnahmen. Im Winter 47-48 war der See erstmals wieder bis zum Überlaufen gefüllt. Und die Mauer hielt. Ja, 1943, wie sie kaputtgeschmissen wurde, habe ich ja auch miterlebt. Und die Mauer, man kann es heute noch sehen, wo das Loch war, ab dritten roten Bogen und von der rechten Seite gesehen ab vierten roten Bogen. War die Mauer auf eine Länge von 60 Meter und eine Tiefe von 27 Meter, war die Mauer damals zerstört worden. Die Lore oberhalb der Sperrmauer erinnert an die Zeit des Baus. Sogar Kaiser Wilhelm höchstpersönlich war zu den Arbeiten gekommen. Hier unter dieser Buche soll er gerastet haben, ganz in der Nähe des entstehenden Meisterwerks.